Hallo. Grüße an alle Menschen, Regierungen, Unternehmen und anderen Anons. Wir Anonymous und wir haben eine wichtige Nachricht für euch. Es gibt eine Pflanze, die wohl zu den vielseitigsten Pflanzen auf unserem Planeten gehört. Cannabis, Hanf. Sie kennen wahrscheinlich Menschen, die Krebs haben oder sogar aufgrund des Krebses gestorben sind. Krebspatienten haben oft quälenden Schmerzen wegen ihrer Krankheit. Mit einem Cannabinoid hätten sie die unnötigen Schmerzen nicht, und bei 9 von 10 Menschen hört der Krebs auf zu wachsen. Der Krebs heilt und bringt die T-Zellen dazu auf ein normales Niveau zurückzukehren. Darüber hinaus gibt es Ansätze für Behandlungsmethoden für Anorexia und AIDS mit dem Cannabinoid THC. Auch Kachexie kann mit Nabilung behandelt werden. Es gibt kein Ende der positiven Effekte für Cannabis als Medizin. Multiple Sklerose, Tourette-Syndrom, ADS und ADHS, Schlaflosigkeit und so weiter. Wie bereits erwähnt, ist Cannabis sehr vielseitig. Es kann auch für Essen verwendet werden. Die Samen enthalten zum Beispiel viel Vitamin B. Hanfsoße, Hanfbutter und andere Lebensmittel aus Hanf sind sehr gesund für den Menschen. Für die Industrie ist es sogar noch wertvoller, weil Cannabis ist ein guter Isolator. Zusätzlich dazu ist Hanf gut zur Papierherstellung. Wussten Sie schon, dass die Unabhängigkeitserklärung auf Hanfpapier geschrieben wurde? Ebenfalls kann Cannabis für die Herstellung von einigen Kunststoffen verwendet werden, die 10-mal stärker sind wie Stahl. Hinzu kommt, dass Hanf eine erneuerbare Ressource sowie vollständig biologisch abbaubar ist. Somit gibt es keine Schäden für die Umwelt, und ganz offenkundig wird Cannabis als Marihuana zum Rauchen genutzt. Viele Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten rauchen Marihuana. Warum auch nicht? Es ist eine Droge wie auch Alkohol oder Tabak, und alle Leute kennen die Risiken, also sind sie selbst verantwortlich für die Einnahmen von Drogen. Warum den Verkauf von Marihuana nicht legalisieren? Derzeit geht ein großer Teil des Marihuana-Verkaufes in die Hände von kriminellen Organisationen, sodass sie immer viel mehr Geld verdienen aufgrund der Drogengesetze. Und wenn man eine Cannabis-Steuer einführt, kann der Staat viel Geld dabei gewinnen und das Geld wieder investieren, zum Beispiel für soziale Programme und Bildung. So fordern wir eine Volllegalisierung von Cannabis. Wir sind Anonymous, wir sind viele. Wir vergessen nicht, wir vergeben nicht. Erwartet uns.